warum sich der Außenring eines Rennkugellagers nicht einfach durch Erhitzen abnehmen lässt, kannst du durch eine einfache Überschlagsrechnung nachweisen. Um den Außenring überhaupt mit seinem ursprünglichen Innendurchmesser D1 über die Kugeln zu bekommen, müsstest du ihn auf jeder Seite des Durchmessers mit der Längung Lambda halbe ein Stück weit mehr aufweiten als die Rillentiefe T1, mit der die Kugeln im Außenring sitzen. Das liefert dir die Bedingung Lambda halbe größer T1. Für deine Überschlagsrechnung benötigst du die konkreten Abmessungen einer Baugröße. Wähle also ein x-beliebiges Rillenkugellager aus, beispielsweise das mit der Lagerkennzahl 6004. Der Lagerkatalog verrät dir den Innendurchmesser des Außenrings D1 gleich 35,1 mm. Die Rillentiefe T1 findest du dort leider nicht. Darum miss sie einfach nach. Zwar ist sie schlecht zu messen, was du aber sicher sagen kannst, sie beträgt etwas mehr als einen Millimeter. Die gesamte Längung Lambda eines Körpers unter Wärmezufuhr kannst du berechnen, indem du die Differenz aus aufgeheizter Temperatur Theta und ursprünglicher Temperatur Theta 0 mit dem Wärmeausdehnungskoeffizienten Alpha des entsprechenden Werkstoffs und mit der charakteristischen Länge D1 multiplizierst. Das gilt sogar generell und nicht etwa bloß für ringförmige Körper. Eine elektrische Heizplatte erreicht eine Temperatur Theta von etwa 150 Grad Celsius. Und als Umgebungstemperatur Theta 0 herrschen in Arbeitsräumen üblicherweise um die 20 Grad Celsius. Den Ausdehnungskoeffizienten schlägst du im Fachbuch nach. Ein Stahlkörper dehnt sich pro Kelvin Temperaturunterschied um etwa 11 Millionstel seiner ursprünglichen Länge aus. Damit kannst du alle Zahlenwerte in die Formel einsetzen. Die Temperaturdifferenz kannst du im Kopf berechnen. Sie beträgt 130 Kelvin. Zwar hast du beide Temperaturen in Grad Celsius eingesetzt, der Zahlenwert einer Temperaturdifferenz ist aber in den Einheiten Kelvin und Grad Celsius gleich. Nur ist die Kelvin-Skala gegenüber dem Grad Celsius um 273,15 Kelvin verschoben. Jetzt kannst du weiterrechnen. Die Multiplikation von Temperaturdifferenz und Ausdehnungskoeffizient liefert dir die relative Dehnung. Hier musst du wahrscheinlich einen Taschenrechner zu Hilfe nehmen. 130 mal 11 hoch 10 hoch minus 6 ergibt 1,43 mal 10 hoch minus 3. Der Außenring dehnt sich also um 1,43 Tausendstel seiner Ausgangslänge oder anders ausgedrückt um 1,43 Promille. Die tatsächliche Längung erhältst du, wenn du diesen relativen Wert schließlich mit der ursprünglichen Länge, dem Innendurchmesser des Außenrings D1 gleich 35,1 mm multiplizierst. Achtung, du rechnest in der Einheit Millimeter. Das musst du dir unbedingt für das Ablesen des nächsten Ergebnisses merken. Deiner Rechnung zufolge lenkt sich der Innenring durch die Erwärmung lediglich um Lambda gleich 50,2 Tausendstel eines Millimeters, also um rund 50,2 Mikrometer.
Die gesamte Längung Lambda teilst du jetzt noch auf beide Seiten des Lagers auf. Jede Seite wird also um Lambda halbe gleich 25,1 Mikrometer gedehnt. Das ist weitaus weniger als die geforderte Längung um mindestens einen Millimeter. Deine Ungleichung ist somit nicht erfüllt. Zwischen geforderter und erreichbarer Längung durch Wärmedehnung liegt etwa der Faktor 40. Glückwunsch! Du hast durch eine einfache Überschlagsrechnung nachgewiesen, warum sich der Außenring eines Rillenkugellagers nicht einfach durch Erhitzen